Patrick? Jawohl, Foxy drin. Sehr gut, ich bin zwischenzeitlich rausgeflogen Ach so, und bin hier okay. nachgespawnt. Aber ja, schade eigentlich, weil es war sehr cooles Videomaterial bis dahin. Wir Ja, können glaube ich, losfahren, ja. volle Fahrt. Das ist halt das Risiko, es gibt einen Bug, es gibt einen üblen Bug, wo man, genau, volle Fahrt. Ja. Und wir fahren an der Kreuzung hier nach links. Ja, es gibt einen Bug, wenn ich dies mache mit diesem Kommandanten. Ja, und dann wieder wechseln will, Ja. dann kann es passieren, dass das Spiel, das hängt sich dann auf. Das ist eigentlich nicht, und dann muss ich komplett das ganze Spiel ausmachen. Ich weiß nicht, Okay. ob ich das Video speichern kann später. Muss ich mal gucken. Wird man dann sehen. Aber das Video vom Match davor habe ich auf jeden Fall gespeichert. Und ja, man muss sagen, es war natürlich für dich ein bisschen ernüchternd. Genau hier links, ja. Es war für dich ein bisschen ernüchternd, weil du so wenig Kills machen konntest, aber du warst halt sau wichtig, dass du da standest, weil wenn da von vorne ein Tiger gekommen wäre, keine Chance. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, der Panzerkommandant hat einen guten Job gemacht da in dem letzten Tiger da, dass er von hinten kam. Ja, da hast du halt keine Chance, die Person so schnell rumzudrehen. Ja, genau. Ich habe es ja noch versucht, rechtzeitig zu sagen, aber es war dann zu spät. Ich habe ihn dafür dann von der Seite bekommen. So, also hier auf der Seite. Da fahren wir dann nach links, nach rechts, nach rechts. Nächstmögliche nach rechts. Oder kannst auch Ohne am besten rechts. da vorne an der Kreuzung. Also hier nach rechts. Fahr einfach da geradeaus über das Weiße. Komm, gib voll geradeaus Stoff. Ich gehe mal gerade auf den Kommandantenposten. Genau, wir wollen ja letzten Endes hier hin. Wir fahren mal hier nach rechts, nach rechts, 30 Grad rechts. Genau. Wir versuchen sie wieder von dieser anderen Straße zu bekommen. Da haben wir sie schön unangenehm aus deren Lage erwischt. Und Auf jeden Fall schon mal gut, diese lächerliche Panzerabwehrkanone, die da auf uns geschossen hat vorhin, die uns mit einem Schuss rausgenommen hat, die hätte hier dem Tiger nicht mal einen Kratzer verpasst. ja. Das war bestimmt einer, der uns vorne vom Weg mit der scheiß Kanone nicht getroffen hat. Ja. Genau, alles geradeaus. Wenn man zwei. Jetzt fahren wir hier so leicht 20 Grad links mehr. Genau, hier so ein bisschen Ja, leicht das war da links. vorne gerade gut. Ja, da Genau, vorne da war vorne es durch gerade und dann gut aufs Feld, auf dem links. Feld so Richtung des Hauses da hinten. Alles klar. Guck mal, da ist auch noch unser Frack von vorhin, da steht's noch. Und da passieren wir uns ungefähr Hast du wieder. gesehen, gerade rechts, ne? Oder warte mal, wir können eigentlich mal was probieren. Fahr mal hier links, guck mal. Hier auf die Anhöhe, da können wir sie also von oben von der Seite schön erwischen. Genau. Guck, wenn wir hier uns hinstellen. Blickt nicht schon wohin? Da sind Feinde genau hinter uns. Ja, die Blickrichtung ist gut. Einfach mal stehen bleiben, aber nicht über die Kuppe drüber fahren, sondern einfach mal davor stehen bleiben. Hier stehen bleiben jetzt. Stopp, 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 stopp. Genau. Nein, so hoch nicht. Zurück Ja, nochmal. ich weiß, ich muss so zurückfahren, aber ich konnte nicht früher, ich konnte schneller bremsen. So, ich drehe mal den Turm gerade auf die 6. So, oder? Ja, da unten steht ein Panzer, das ist aber einer von uns. Da sind welche von hinten, die auf uns schießen. Ich weiß nicht, was das soll. Dass die sich überhaupt verraten, indem sie auf uns schießen. Ich gehe mal in den Aussichtspunkt. Ja, gern. Guck mal, ob du hinter uns was siehst auf 6 Uhr. Da waren nämlich eben Feinde. Naja, weißt du was, dann drehen wir den Turm auf die 12 und fahren da mal rein, oder? Ich meine, keine Sau von uns, alle campen drumherum, siehst du das? Sogar unser Panzer, keiner fährt da rein. Alles klar, ich fahr rein. Ja, fahr voll rein. So, listen, Commanders. Ah, Patrick, du bist übrigens unser Panzerkommandant. Ich kann nicht funken mit denen. Aber pass auf, gell? Fahr am besten auf die Straße und dann rein. Also rechts, mehr rechts halten, genau. Bleib mal kurz hier stehen. Oder die fahren nur schon ein kleines Stück. Okay, P, 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 P. Stopp, 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 stopp.
Okay, jetzt sind wir voll drin. Patrick, halt den Panzer an, halt an, anhalten. Stopp, 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 stopp. Wo fährst du denn hin? Zurück, zurück. Das ist viel zu weit, zurück. So, aber wir nehmen einen aktuell. So bleibst stehen, oder? Ja, bleib mal stehen. Ich hab eben gerade versucht. Ja, bist du halt auch natürlich mit voller Fahrt rein. Ah ja gut, warum nicht? Gut, du bist ja am Fahrleiter, du kannst ja alles wegrasieren, was vor uns ist. Ich drehe mal den Turm auf 6. Wir sind auch gerade am Einnehmen. Ja, ich meine, das geht ja nicht alles. Irgendwann muss man ja auch mal vorpushen, oder? Natürlich, wir haben die, auch 9 Minuten, also. Ja. Na gut, jetzt ist der oben drauf, aber die haben ja nichts gemacht, oder die Kollege. Sieht gut aus, wir haben es gleich. Die haben keine Chance, wir nehmen es ein. Ja, wir haben es. Gut, guter Job, guter Job. Okay, jetzt fahren wir sofort hier weiter, Patrick. 180. Dreht ein Panzer. Und dann volle Kanne diese Straße zurückgeballert, wo wir vorhin waren. Sehr gut gedreht, richtig gut gefahren. So, ich gehe mal gerade auf Kommando. Einfach mal der Straße folgen. Ich gehe mal auf die Karte. Oh nein. Fahr weiter. Fahr einfach Vollgas. Fahr ein bisschen links aufs Feld, dass wir da gut vorbeikommen. Oder rechts, genau. Hauptsache vorbei. Wir reparieren unseren Panzer irgendwann mal wieder. Ich drehe mal den Turm auf die 6. Einfach der Straße folgen. Und an der Straße am besten auch geradeaus drüber prügeln. Über das Feld, so in die Richtung ungefähr. Ne, ich bleib jetzt auf der 12, hier sind bestimmt auch Feinde irgendwo. Ah, da können wir gar nicht durch, dann musst du links oder sowas. Ich glaub, oder doch, fahr gerade aus, probier's mal. Da kommen wir schon irgendwie durch. Durch die kleinen Bäume geht's bestimmt. Nur die fetten Bäume solltest du auslassen. Ja. Okay, sehr gut gefahren, sehr gut. Voll übers Feld rüber. Sehr gut. Genau. Oh, das gibt's doch nicht. Willst du mich doch verarschen? Wer war denn das? David erwischt. Ich finde, der Tiger geht zu schnell down, ey, ganz ehrlich. Ey, mit den Shermans sind wir viel länger unterwegs. Was haben sie da schon wieder getroffen? Spawnpunkt 1, Patrick, ganz links. Das ist schon scheiße, das ist das falsche. Patrick, du bist ja Kommandant. Bist du Kommandant oder ich? Commander? Ich hab glaube ich gerade Scheiße gedrückt, ich muss mich versetzen lassen. Check, check. Check. Patrick? Ja, Patrick, ja, aber warte mal, geh mal aus dieser Einheit raus. Wir machen eine neue Panzereinheit. Ich mach auch versetzen. Die letzte Einheit. Genau, spawn mal noch nicht, drück mal auf Kreis, brech mal dein Spawn ab. Geh schon aus der Einheit. André, wie geh schon aus der Einheit raus? Du bist doch noch im Menü, oder? Nee, ich bin jetzt schon wieder gespawnt. Dann drück mal Options und drück auf Versetzen. So, und jetzt können wir in die Able-Einheit. Spawnpunkt 1. Commander, could you spawn us a Tiger tank in HQ 1 in the west, please? Bist du noch da, André? Ja, oder wieder da? Ja, bin da. Okay, Able und jetzt Spawnpunkt 1. Genau. Okay, okay. Die Jungs da vorne sind im Hasenkasten losgefahren, der diese Tricksknarre hat. Commander, could you hear us? Please spawn us a Tiger tank. Das kann kein Panzer gewesen sein, hätten wir doch gesehen. Yeah, where exactly?
In the West HQ, HQ1, you see us on the map, the tank unit. Okay, West, you mean in the... On the left. Between C and D? Yeah, between right. Between C and yeah. D, okay. Right. Okay, okay, okay. Come in. Yeah, we see him. Thank you. Yeah, cool. Good luck. Good day. Good game. Yeah, you too. Thank you. So, Patrick, unser Panzer muss irgendwo sein. Schnell müssen wir uns beeilen. Da steht nämlich noch ein anderer Panzerkommandant neben dran. Oh nein, er hat ihn gesehen. Wir haben ihn. Ich mache ihn an. Sehr gut. Da haben wir Glück gehabt, dass der nicht da rein ist. Lade direkt mal APs. Ja, das war kacke. Ich meine, wer hat uns denn da wieder so heftig aufs Übelste getroffen? Also, du hast ja gemerkt vorhin, der Tiger ist nicht auszuschalten normal. Nee, ja. Nicht mit herkömmlichen Mitteln, ja. Und man hatte den Eindruck, da schießt einer mit so einem Pistölchen und dann macht's bumm, wir sind weg. Wir sind, waren auf voller ja, Fahrt so, auf dem, so im offenen Feld. Aus, ja. Oder? Wir waren unter Volllast auf dem offenen Feld. Ja. Oh Mist, ich habe ihn abgewürgt, weil ich auf der Karte war. Hast der Klassiker. Gekriegt, ja. Ich, ja. Zu der Karte müssen sie auch noch patchen. Es kann ja wohl nicht sein, dass nur wenn man auf die Karte geht, dass dann immer nichts mehr geht danach, oder? Nee, das ist voll scheiße, ja. Oh Mist, wo fahr ich denn lang? Ja, einfach so, jetzt bleiben geradeaus, ja. Hast du diese Kriegsgeschichten bei Battlefield 5 gespielt? Hast du überhaupt Battlefield 5 gespielt? Nee, ich habe Battlefield nicht gespielt. Weil da gibt's auch so eine, da gibt's eine deutsche Kampagne im Endeffekt, was auch selten ist, dass man mal die Deutschen spielen darf. Ja, stimmt. Das ist der letzte Tiger, ja, heißt es. Die meisten Spiele werden ja von der Amis entwickelt, also von daher. Ja, ja, klar. So, ich würde sagen. Was? Das war so ein bisschen Stück links da jetzt, genau, ja. Ja. Ich würde sagen, wir pushen da jetzt einfach rein, oder? Ja, genau, mit Spür. Wir haben auch Infanterie, die da sind in der Nähe. Okay, halt die Augen offen. Ich denke, wir werden jetzt gleich Feindkontakt haben. Wir können ja kurz mal, bevor wir da jetzt voll reinfahren, schauen, dass wir was treffen. Aber wir flankieren die ein bisschen. Ich fahre mal hier hoch aufs offene Feld. Dass wir so ein bisschen von der Seite erwischen. Macht er was dies, Patrick? Unsere Jungs sind da eh drinnen, nehmen den Punkt gerade. Nee, doch nicht. Wir haben hier wieder. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht, wie wir hier stehen. Da kommt Panzer, oder? Was fällt da oben? Das ist einer von uns. Das ist einer von uns da oben. Ja, nicht auf den schießen, aber du kannst dieses Fahrzeug hier ausnehmen. Das ist ein amerikanischer Truck. Da ist einer hier unten.
80 Meter, guckt auf uns mit dem Visier. Schieß einfach mal da rein. Einfach reinschießen. Großes. Ja. Schreib jetzt AP weiter, oder? Soll ich HEs haben? HEs. APs machen wir dann rein, wenn wir feindliches Fahrzeug sehen. Und du weißt, wenn du ein feindliches Fahrzeug siehst, die HE nie auf den Feind schießen, sondern immer irgendwo anders hin, ja? Ja. Genau. Lass uns nicht die Position verraten, erst in dem Moment, in dem wir dann die Panzergranate drin haben. Dass wir dann, ja genau, mal richtig da rein, ja. Also ich glaube, da ist nicht viel. Wir sollten da, glaube ich, mal reinpushen. Ja, mach das gerne. Machen wir mal. Sieht sehr ruhig aus da und wahrscheinlich sind wir gut beraten damit, wenn wir einfach da reinfahren. Klar, kann es immer einen Abwehrschützen geben. Ja, da, du hörst doch nicht mal was schießen. Ja, vor allem, wir können den Punkt jetzt von der Seite einnehmen. Wir sind ja kurz davor. Ja, wir sind schon am Einnehmen. Ich park hier. Ich bleib hier sitzen und rasiere, falls ich was sehe. Oh, der Hasenkaste schießt. Hörst du? Ja, piu, ja, piu, ja, piu, piu, piu. Wir sind auch gerade am Einnehmen. Und unsere Leute pushen, glaube ich, auch gerade mit rein. Rechts kommt was? Rechts kommt was, ist ein Fahrzeug von uns. Nicht schießen, nicht schießen. Ja, das waren unsere Leute. Wir haben den Punkt gleich. Wir haben gleich so viel Manpower da drin. Ja, wir müssen uns konzentrieren, also. Wir haben den Punkt, jawohl. Dann Forward Pushing, oder? Jawohl. Ich guck mal, ob ich es irgendwie auf den Oh, da irgendjemand schießt da schon, also. Das ja, ist ja, schon. Ich weiß nicht, jetzt. Jungs, geht da unten weg? Weg da! Ja, tut mir leid, ganz ehrlich. Sowas Deltendämisches. Ich bin ein Panzer. Da geht aus dem Weg, Leute. Tut mir leid, ey. Tut mir echt leid. Da fährt was. Ist das ein feindliches Ding oder ist es von uns? Ich komme nicht drauf gezielt. Irgendwas ist hier auch komisch. Ist es ein Feind, oder? Ich guck grad mal, ich gehe mal in die auf die. Nee, das ist einer von uns. Ja, da hocken auch welche von uns drin. Da, feindlicher Panzer! Feindlicher Panzer! Panzergranate laden! Los! Oh, oh, Patrick! Der hat es getroffen! Siehst du auf ihn? Siehst du ihn? Ja. Hauen weg! Nein, ich bin tot. Bist du noch ausgestiegen oder was? Ja, ich wollte Panzer reparieren, wurde von der Seite erwischt. Kämpfst du noch gegen diesen anderen Panzer da? Nee, ich bin raus, der Panzer wird zerstört. Nein. Ach Mist, okay, dann jetzt ins HQ. Ich hab gar nichts gedrückt. HQ2. Nee, ich bin. Steht da was? Steht da ein Fahrzeug im HQ2? So, Commander, we've lost our Tiger in the battle. Could you spawn us as another Tiger in HQ2 in the middle between F and G? Yeah, okay. Thank you. You're welcome. You have to move the transportation truck. Okay.
I can't respawn the tiger there. It's okay, it's okay. We see it, okay. Heading to the front. So Patrick, wir haben neuen Tiger. Bist du noch dabei? Patrick? Ja, ich bin wieder. Ja, bin da. Ich bin da aus den Dings rausgeflogen, aus dem Chat da. Wo steht denn der? In der Mitte. Da sind auch Feindpanzer. Hat er uns ausgeschaltet, der Sack? Ja, der stand aber viel besser. Ich habe von dem nur die Kanone gesehen. Ich glaube, der hat uns komplett gesehen. Ich sehe ja keinen scheiß Panzer. Ja. Bist du in der Mitte schon? Hey, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Du bist im falschen HQ. Du bist... Ich bin in der Mitte. Guck mal, ich zeig dir mal, wo ich bin. Ich setze dir mal einen Ping. Du musst nach links gucken. Patrick. Hast du gesehen, wo ich bin? Nee, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab mich so mal versetzen lassen. Ich geh jetzt einfach in die Mitte. Ich weiß nicht, warum ich da irgendwo anders gespawnt bin. Ich weiß nicht, wo ich gedrückt habe. Okay. Bewusst hab ich bei 1 gedrückt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin bei 1 gespawnt, jetzt sehe ich's auch. Mit der komplett lost. Ja, jetzt sehe ich auch den Panzer. Fox schon drin? Ja. Alles klar. So. Alles klar, kann losgehen. Mann, mir egal. Wie bitte? Willst du mal wieder schießen, hab ich gefragt. Ja, können wir machen. Ich wechsle mal gerade auf die Kommandoposition. Und dann kannst du zum Fahrer wechseln. Bin oben, ja. Jawohl. Ich bleibe auch erstmal da oben. Panzergranate habe ich schon eingeladen. Wir müssen uns schon ein bisschen vorsehen. Die haben nämlich zwei Panzereinheiten und eine davon in einem Panzer, die ist voll besetzt. Ja. Das ist halt ein Riesenvorteil, wenn du drei Mann in dem Ding drin hast. Ja. Da vorne fährt auch irgendwas. Ist das einer von uns? Ich glaube, ich sehe einen Feindpanzer. Ich glaube, in der. Soll. Ja, fahr noch. Ich glaube, es sind 900 Meter. Auf 900 Meter Distanz erkennst du hier was, ja. Lecker, ja. Einfach mal die Straße geradeaus lang heizen. Schnell es geht. Klar. Ja, morgen Abend kann sein, dass der Marvin wieder dabei ist. Falls ich auch nochmal anschließen mag. Okay, nice. Ja, warum nicht? Ich glaub morgen Abend nichts vor. Ja, so ab 9 Uhr fangen wir dann an. Okay. Ja, ich guck mal. Die erste Halbzeit Fußball wollte ich vielleicht noch angucken. Ja. Also komm ich so ein 10 dazu oder so. Ja, genau. Die Bayern Champions League. Ja, klar. Da hätten wir den Panzer voll besetzt. Schon geil, wenn man auch komplett die gleiche Sprache spricht halt. Auf jeden Fall, ja. So, einfach die Straße entlang. Der wird nicht so leicht zu nehmen sein, dieser Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir so lange so effizient gehalten hatten. Das kann sein, ja. Und da sollten wir den auch in die Flanke fahren. Also gleich nach rechts oder nach links, ne? Wo sind wir? Ja. Das ist vielleicht noch nicht ganz dieser Punkt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn das da vorne war, die Hütte da, bei der ich stand, rechts. Ja, fahr mal hier rechts aufs Feld.
Ja, ich höre hier irgendwas Großes schießen. Schön weiterfahren. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer wenn ich da Panzer stopp, dann musst du immer sofort L2 gedrückt halten zum Bremsen und in P gehen, so schnell wie es geht, gell? Ja, das mache ich auch, aber ja, genau. Trotzdem mit der vollen Fahrt bist, der rollt schon noch ein Stück weiter. Ja, das klar, natürlich. Was ist das für ein Fahrzeug voraus gewesen gerade? Das ist unser, das ist diese schnelle. Piu Piu. So, fahren wir ein bisschen langsamer, würde ich sagen. Dann hätte es einer von uns. Ich glaube, wir können jetzt. Ja. So. Stehen bleiben. Feindpanzer. Stehen bleiben. P. P. Der hat auch jetzt gerade einen ausgeschaltet. Ja, da ist er. Ich krieg ihn gleich. Ich habe ihn böse getroffen. Scheiße, der kann sein, dass ich gleich mein Visier entzieht. Ja, wir haben ihn. Nice. Sehr gut gemacht, Patrick, auch wie schnell du gestoppt hast. Sehr effizient. So, aber wir bleiben mal kurz hier stehen. Es kann sein, dass da noch einer ist. Das ist der, ich denke, der uns vorhin ausgeschaltet hat. Okay, dann bleib ich halt wieder nächstes Mal auch mal hier den Aussichtspunkt. Ja. Der stand links, der stand so auf 2 Uhr. Nee, auf 10 Uhr ungefähr, 10, 11 Uhr. Da hat er unseren ausgeschaltet, unseren kleinen. Ich glaube, jetzt wo der weg ist, sollten wir vielleicht in die Zone pushen. Das war keine Runde, weg ist, oder? Genau, guckst du, dass du links auf die Straße kommst? Links, ja nicht rechts, genau. Links, nach links musst du, Patrick. Genau. Hier, ich zeige dir, die Straße ist hier. Hier in dem Bereich. Okay. Genau, in dem Bereich ist er. Ich gehe wieder auf die 12. Ich glaube, da ist noch ein Panzer. Das ist die Frage. Es war ein guter eben, es war auch ein schwerer von denen, aber die hat keine Chance. Wir haben die schön von der Seite erwischt. So, okay. Du siehst, dahinter ist er. Es ist das Fakt, wo wir gerade. Wenn du auf der Straße bist. Ah, ja. Genau, fahr einfach jetzt mal geradeaus. Das passt schon. Also mehr links, noch ein bisschen links, 20 Grad links und dann in die Richtung. Da ist das Ziel. Wir fahren da einfach nur ganz leicht rein, so. Okay, halt mal kurz an. Geh mal kurz auf P. Wir müssen mal kurz umgucken. Und hier hat man eine ganz gute Übersicht. Geh du mal auf die Kommando. Wir müssen uns konzentrieren, weil die feindliche Panzereinheit wird auch wieder kommen. Schön umgucken, Patrick. Ja. Und noch Ziele. Ja, oder so von 10 Uhr, wer weiß, ja. Ja, okay. Ja. Guck mal auf unsere Rechte, ob da ein Feind ist. Da schießt irgendwas, ob das ein Panzer ist. Warte mal. Da ist ein Panzer. Ja, okay. Meinst du, sieht er uns schon? Nee, das ist auch, glaub ich. Okay, Panzer, Granate geladen. Der hat keine Chance. Der kriegt jetzt einer von uns in die Seite. Ich habe ihn im Visier, ist alles gut, Patrick. Gleich Panzer, gleich geladen, 2 Sekunden. Und Treffer.
Schön, schön. Ja, der Fanshot ist wieder gebrochen. Wunderbar, ich lade HEs wieder. Wir stehen hier gar nicht mal so schlecht. Wir müssen natürlich. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, ist alles voll mit Gegnern hier. Schauen wir da eine Granate rein. Ja, mach ich. 3-4 Stück. Guck noch weiter nach Panzern. Ja, ja, ja. Mal so rundum gucken gerade bei uns, dass wir. Und markier auch, wenn du was siehst, gell? Ja, habe ich. Also, ja, die trauen sich aber nicht rein zu pushen aktuell, die Jungs. Ich denke, diese Panzereinheit, diese andere, die den starken eben hatte, die hat auch bestimmt wieder den starken angefordert. Ja. Und kommt gleich mit dem Fetten. Ich guck nach vorne, guck du nochmal rundum. So, jetzt pushen unsere Leute langsam, das ist gut. Ja. Also aus meiner Sicht können eigentlich die feindlichen Panzer nur von der linken kommen, so von 11, 12, 10, 11 Uhr rum, gell? Ja, ich glaube, so auf die Acht. So, wir haben schon ein paar Leute drin, aber noch nicht genug. So, all forces, please push to the objective zone. All forces, please push to the objective zone. So, die Jungs laufen rein. Aber es ist immer noch Feindaufkommen da, wir nehmen den Punkt noch nicht ein. Schön Kettenfahrzeug, siehst du was, Patrick? Ist ein Flugzeug. Patrick, siehst du was? Nee. Komm, wir unterstützen mal unsere Truppen, fahren auch mal rein. Was meinst du? Ich starte Panzergranate rein. Ich fahr los. Ja. Das ist einer von uns. Ja. Genau, fahr auf die Straße links. Und dann fährst du da rein. Und ich bin für den Kampfverpanzer ja, wir nehmen jetzt aber den Punkt endlich. Endlich nehmen wir einen. Wenn wir jetzt auch noch da reinpushen, sieht's gut aus für uns. Schön auf die Straße und schön rein. Genau, genau. Auf der Straße. Genau, noch ein Stück. Noch ungefähr. Nein, Achtung, das ist ein Baum. Genau, noch 10 Meter ungefähr. Jawohl, jawohl. Noch ein kleines Stück. Und stehen bleiben. P. Perfekt.
Ich habe die Straße im Auge, guck du mal, geh du mal auf die Kommando und guck mal, ob du auf der linken Seite was siehst, ob uns irgendwas von der links flankiert. Ja, warte. Wir haben die Straße. So, okay. Da ist ein Feindpanzer. Ich habe einen Böse erwischt. Er hat keine Chance, der kriegt jetzt auch noch eine von uns. Yes! Yes, Mann! Ja, der ist mir genau vor die Flinte gefahren. Das war der stärkste, das war der 67, das war der Jumbo 76. Wie wir gesagt haben, die haben einen angefordert gehabt. Okay, Patrick, push die Straße lang. Push die Straße lang. Das nächste Ziel ist jetzt das, was wir noch so lange gehalten hatten damals. So all troops, push hard to the next objective. Push hard to the next objective. We heading in the Tiger and take the lead. We on the main street. Out of the way. All tank units, push to the next objective. Patrick, bring uns an dem Scheißding vorbei. Ja. Komm nicht vorbei, was ist das denn schon für ein Scheißplatz? Fahr aufs offene Feld einfach rechts, genau. Ja, fahr aufs offene Feld und dann komm mal von der Seite. Das war die Seite, die du bewacht hattest. Das Haus da, das Häuschen, da standest du dahinter. Genau, ich weiß, ja. Und es war sehr unangenehm, dass da ein Panzer von der rechten kam. Fahr ruhig ein bisschen mehr rechts noch. Ich guck mal mit dem Turm auf die links. So Patrick, und jetzt mal mehr nach links drehen. Wir fahren jetzt langsam da auf das Ziel zu. Das Haus da vorne ist das Ziel, ja? Wir fahren jetzt mal langsam drauf zu. Einfach mal, stell mal einen Panzer hier ab in die Richtung dieses Hauses. Mit P. Und jetzt gehen wir auf die Kommando. Und ein Feindfahrzeug habe ich gesehen. Das habe ich auch ausgeschaltet. Aber die werden mit dem Panzer nochmal kommen. Guck mal, kannst du so fahren, dass dieses Ding hier nicht im Weg ist? Da ist rechts so ein Steinklotz. Dass der nicht im Weg ist, wäre gut. Ja, warte mal. Fahr mal links neben denen, ein Stück vor. Okay, alles klar. Erster Gang, ganz langsam. Okay, ja. Da laufen wir dicken hoch. Okay, sehr gut. Ich zoome hin. Und da oben drin auch einer. Scharfschütze, glaube ich. Ich sehe ihn. Immer weiter pingen, wenn du welche siehst. Ja. Und auf jeden Fall auf Panzer auf Aussicht. Hast du den wieder? Nice. Da ist er wieder.
Läuft einer rum, nicht leicht einer. Panzergranate. HE, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Wir haben noch genug Zeit, wir können ja erstmal ein bisschen Ordnung machen. Oh, oh, Bombing Run. So ein Feinpanzer, dreh mal, guck mal around, also richtig oder herum. Der muss ja von vorne kommen. Irgendwas trifft uns hier gerade übel. Das, Patrick, guck mal, ob du einen Panzer siehst, da muss irgendwo ein Panzer sein. Die werden als hart getroffen. Ich glaube, das ist Artillerie, was uns da trifft. Das kann sein. Nervt. Nervt mega. Es nervt so. Irgendwas schießt. Guck mal, Patrick. Guck mal round, rundum. Irgendwas schießt auf uns hart. Wir müssen... Ja, aber ich bin ja eigentlich gut am Fighten. Das ist schon das Problem, weißt du? Ich bin nichts. Ich hab keine Ahnung, wo der schießen soll. Da ist mal, was ist denn da vor uns? Wo denn? Irgendwas schießt auf uns. Guck mal rum, Patrick. Irgendwas schießt auf uns. Und zwar ganz übel. Ich weiß nicht, den links, ich hab's absolut. Patrick, links, gut. Irgendwo links. Keine Ahnung, ey, ich hab nichts gesehen. Mein Gott, warum sehe ich denn nichts? Ich bin so blind. Ich kann nicht sagen, wo der was das war. Das war irgendein großer Panzer, der uns von der linken Seite getroffen hat. So, Commander, please spawn us a Tiger in the middle HQ, please. HQ2, between F and G. Ach, kack, jetzt bin ich wieder in dem Haupt. Ich hab nichts gekriegt, ich spawn automatisch in dem Hauptquartier. Was soll denn das? Wo muss ich denn? Oh, I see it. Okay. Sorry about that. I'm in a tank, I'm driving off. This is my first time ever driving one of these, but I am... Oh, Patrick, okay, wir müssen links. Töte dich nochmal, drück mal auf Versetzen. Wir müssen links ins andere HQ, da steht ein Tiger. Hast du mich gehört? Patrick? Ja, ich hab dich gehört.
ins linke. Da, ste da steht ein Tiger, den müssen wir nehmen. Das hat aber der Commander irgendwie blöd gespawnt, weil wir hätten ja einfach nur gerade ausfahren können mit dem. Also jetzt Einser. Ja, ganz links. Ich gehe rein, lass den Motor an. Wo ist denn der Gute? Ach, da. Ja, hier, lass du den Motor an. Commander, where do you want me to move to? Tidoki. Alles geben. Na, das war ärgerlich, aber wir haben da gut rasiert. Wir haben da schön weg abgeräumt an der Stelle. Es war jetzt auch ärgerlich, dass ich das Ding nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der stand. Nicht mehr allzu viel Zeit. Jetzt haben wir 19 Minuten. Okay, es geht. Ja, genau. Du fährst in die richtige Richtung, Patrick. Wir müssen nämlich einfach auf die Hauptstraße. Okay. Vollgas in die Richtung. So, officers, if you spot enemy tanks, let us know, please. So, okay, Patrick. So, wo sind wir? Wir sind mitten im Feld hier. Hauptstraße, da ist auch ein Panther von uns noch unterwegs. Guck mal, ob ich irgendwie so leicht links einordnen kann. Da können wir ein bisschen verkürzen auf dem Weg, genau. Ich gehe mal hier auf die Kommandantengefechts. So. Aber auf jeden Fall macht wieder Saubock mit dir heute Abend. Und wir waren auch echt schon erfolgreich, muss man sagen. Wir hatten aber auch schon, also in einem reinen Match, da waren echt Panzerkiller am Start, oder? Das war krank. Da kamen sie aus allen Richtungen geflogen, da hat es da gar keine Chance. Ja, die haben, als wäre gefühlt jeder ein Anti-Tank. Obwohl es in jeder Einheit nur einen gibt von denen. Klar, wenn es sechs Infanterieeinheiten von den Gegnern gibt, dann haben die natürlich auch sechs Panzerfäuste, das ist natürlich schon krass. So, okay. So ungefähr muss es drin gewesen sein. Guck mal, ob du unseren Panther hier überholen kannst. Wir übernehmen die Führung, genau, gib Vollgas. Soll ich auf der Straße fahren oder auf der anderen Seite über ins Feld? So, Gardner, we in front, let's heading together to the objective, okay? Are you in the tank in front of me? Yeah, copy. Ja, yeah, let's go. Warte. Ich habe kurz mit dem Panzerfahrer hinter uns gesprochen. Der ist an uns dran. Der ist natürlich ein bisschen schneller als wir, aber er bleibt an uns dran. Are you in fourth gear? Yeah. Yeah, I think you should shift down. First and then shift up on the on 20 so you can go above 20 and can go to around about 25 kilometers per hour because the Panther you have is faster than our Tiger. And when you open the map while driving, then the speed falls down. So you have when you close the map, immediately go on speed. First gear not. You can go fourth gear and go to R2 to speed up when you close the map, and then you can speed forward. Because when you don't do that, then the speed falls down and you have to start in first gear. So are there enemy tanks out there at the front line? Someone spotting for us. Bin wieder da, Patrick. Das wär... Ich habe dem hinter uns kurz erklärt, wie man der Panzer richtig fährt, weil er hat gesagt, die Panther wäre so langsam. Aber ich habe gesagt, das kann nicht sein. Der muss schneller sein als unser Tiger. Yeah,
So, okay, also was haben wir? Wir haben noch 15 Minuten. Wollen wir uns wieder so positionieren wie eben? Es war gar nicht so schlecht, oder? Können wir machen, ja. Yeah, we're still on main road. And immediately before the target zone, we will heading to the right of the main road. And you can go if you want to the left, and so we have a big field of view together. Okay, I'll go to C8. Yeah, we will go to C8 to the right, and you can go to the left. I think it's D8. Okay. Yeah. Let's try this. And if there are enemy tanks out there, you have to load APs. Yes. APs, then AGs for infantry. Yeah, right. So I think we are three tanks at the front line. In front of us is another Tiger. Patrick, denk dran, rechts rum. Sonst hängen wir doch da wieder fest. Sehr gut, sehr gut. Neben uns ist noch ein Tiger, wir haben ja einige. Sehr, sehr gut. Hier ist ein feindliches Fahrzeug. So, mach mal, stopp mal, Patrick, stopp mal. Ah, die haben immer noch diese verdammte Artillerie am Start. Geh du mal auf die Kommando. Das war nicht gut. Ich sehe einen feindlichen Panzer, ja, der ist weit weg. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den zuerst. Wo ist denn der? Der ist weit weg. Wir haben ihn. Okay, Patrick, wir gehen beide raus und schmeißen eine Rauchgranate, legen uns hin, ja? Und reparieren. Ja. Hinter dem Panzer. Ja, ich muss mit das. Yeah, we have taken out an enemy tank on the left side, and at the moment we are out of the tank to repair it. Alright, I think it was a Sherman Jumbo 76mm. Patrick, was passiert? Ich bin gestorben, ich wurde zwischen Schulter getroffen, oder wie? Could you spot him for me? Where is this tank? No, one of our tanks is coming up, the soldier coming up the road. Should be moving right on the N30 highway, just catch up that one. He should be right by him. Patrick, kannst du mal gucken, ob du... Sehr gut. Someone
bring the tank? Yeah, I can see the enemy tank. I can see him. Yeah, I see him. I see him. I think he's still active. Yeah, I think the enemy tank is down, yeah. I see another one. No, he's still up, he's still firing. Okay. I'm hitting him right in the turret. Patrick, bist du unterwegs? Jawohl. Spawn in on the airhead. You'll be right on the top. Try to defend the air point, the airhead as well, guys. To the south. Ziemlich gerade dort drauf zu. Okay. Also ich brauche noch ein bisschen, aber ich auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus, wir sind gerade am Stürmen. Sehr schön. Ich geh da so, ich hab da mal gut 7 Minuten oder sowas noch.